So, Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Boah, was ist das denn, Alter? Ja. Mission TÜV steht an für die Yamaha MT-09. Ich war gerade noch tanken. Ich hatte nämlich nichts mehr drin und keinen Bock auf irgendeinen Backflash. Oh nein, Alter, komm schon. Ihr erinnert euch. Deswegen, alles wieder gut gefüttert mit Super Plus. Und ja, so schnell sind 2 Jahre mit der, Dankeschön, mit der MT-09 vorbei. Knapp 13.000 Kilometer in der Zeit gefahren, was jetzt eigentlich gar nicht mal so viel ist. Ja, und wie gesagt, der TÜV steht an. Ich habe sogar schon überzogen. Eigentlich hätten wir im Juni TÜV gehabt. Das heißt, ich bin eh jetzt schon überfällig. Was ja an sich zum Glück nicht so schlimm ist. Was aber schlimm ist, dass, ihr kennt die MT-09, wie sie aussieht bei mir, also, ne, bescheidene TÜV-Konformität, heißt das so? Ihr wisst, was ich meine, also nicht gerade das legalste Bike auf den deutschen Straßen. Das heißt, wir haben hier kleine Spiegel dran, die Originalen sind ab. Wir haben andere Blinker, die zum Glück eine E-Nummer haben. Das sind ja die Kellermann Rhombus S-Dark Blinker. Die haben eine E-Nummer, was sehr gut ist. Dann der Kennzeichenhalter hinten ist ja ein anderer. Das ist der aus dem Zubehör von Yamaha selber. Aber die kurze Variante mit einem Winkel, naja, kann man sich drüber streiten, ne? Dann das fehlende Katzenauge, also dieser Reflektor hinten am Kennzeichen. Ja, was haben wir noch? Andere Hebel, für die ich aber auch eine ABE habe. Und sonst, ja, vorne noch eine andere Hupe. Da weiß ich gar nicht, inwiefern das irgendwie großartig TÜV-konform ist. Können wir... Ah, die funktioniert sogar noch. Herrlich. Naja, Freunde, ihr wisst, ich habe mal so grob aufgelistet, was jetzt alles so bemängelt werden könnte. Ich glaube sogar, mein Reifen vorne hat langsam auch die besten Tage hinter sich. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare unten schreiben, was ihr jetzt glaubt. Wird die MT TÜV kriegen oder nicht? Das werden wir auf jeden Fall dann in dem nächsten Video zeigen. Ich werde sie nämlich heute nur nach Adenau fahren zum Zweirad Schmitz, dort abgeben und wahrscheinlich mit einem Leihbike wieder nach Hause fahren. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Gemischte Gefühle, sagen wir mal so, ne? Ich habe keine Ahnung, vielleicht fahre ich auch dahin und er sagt direkt so, oh, Bruder, kannst du schon wieder nach Hause fahren? Das gibt keinen. Und wie gesagt, ich bin hart gespannt. Ich melde mich am besten nochmal, sobald ich Adenau runterfahre. Weil jetzt wird sehr wahrscheinlich nicht viel Spektakuläres passieren. Und ich würde sagen, bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder im schönen Adenau beim Nürburgring. Oh. Ah, jetzt hängen wir aber hier irgendwo in der Scheiße drin. Ja, ich bin gespannt, was ich für ein schönes Motorrad bekomme, was ich mir ausleihen kann. Vielleicht können wir da ja auch noch ein kleines, klitzekleines Video drüber machen dann. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es darum, die MT über den TÜV zu kriegen. Mit meinem mutigen ersten Versuch. Ich bin gespannt, ob der Peter gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er die Karre sieht. Oder sagt, ja, vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht hat er ja auch noch ein paar Spiegel da, die wir draufschrauben. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, da wären wir dann auch schon wieder. Einmal blinken, einmal warten, bis alle vorbei sind. Oh, da steht eine MT-09 SP. Das wäre natürlich geil, aber da steht auch eine neue R1, was natürlich auch sehr geil wäre, ne? Deswegen parken wir einfach mal hier auf dem Parkplatz, da ist auch schon der Peter. Hallo! Ich bin gespannt. Freunde.
So, dann schauen wir mal. Ach ja, Freunde. Wie hätte es auch anders sein können, ne? Ich muss mich ja immer verleiten lassen. Ich muss mich ja immer verleiten lassen. Wo ist der Startknopf? Kommen wir hier gut raus? Junge. Ich hab schon so Bock. Dieses Bike, alter Schwede. Ich feier das. Also früher war ich ja echt nicht so der Supersportler-Fan. Aber dieses Ding hier, alter, hat's mir angetan. Ich sag's euch. Ja, der Peter hat gesagt, der kümmert sich drum, dass die MT gut über den TÜV kommt. Der baut da noch ein paar Sachen um. Also der Reflektor kommt noch dran, dass das safe ist. Einen neuen Vorderreifen brauchte ich noch, aber die hatten zum Glück noch ein paar auf Lager. Deswegen hätte ich ja so oder so gebraucht, deswegen gibt es den halt direkt mit dabei. Dann ist der auch wieder am Start. Im besten Fall kann ich die dann auch morgen schon direkt wieder abholen. Ich hoffe, das klappt auch. Das wäre sehr schön. Das würde mich freuen. Ja, apropos Freude. Gerade kam noch ein Kollege vorbei, der sich ja auch eine neue MT-09 gekauft hat. Die letzte, die es beim Schmitz irgendwie zu kaufen gab. Eine 2020er, glaube ich. Keine Nightflu, sondern eine Eisflu. Also die hellgraue mit den lavaroten Felgen, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie man diese Farbe nennt. Und da ist er auch schon und tankt das gute Stück gerade voll. Und jetzt komme ich hier mit diesem Monster angefahren. Hallo! Ich hoffe, ich habe noch genug Sprit. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo man das hier sieht. Aber die Reserve ist noch aus. Beim letzten Mal war sie direkt an, als wir losgefahren sind. Ui. Naja. Ich achte einfach jetzt drauf und dann ist gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, es klappt noch. Ich habe null Peil, wo man sieht, wie viel Sprit in dem Ding ist. Es ist auch extrem heftig. Also, ganz ehrlich, ich finde es krass, was man hier alles einstellen kann. Ich kann ja auch einfach mal in den Tank gucken. Ah, da schwabbelt noch ein bisschen was rum, das sieht gut aus. Ja, ich würde jetzt sogar tatsächlich noch ein bisschen entspannt durch die Gegend fahren. Also ich wollte mal hoch an den Ring oder so, mal gucken. Ja, der Andi ist vorher eine KTM 950 SM gefahren. Auch schon ein bisschen älter das Teil. Ups, ja moin, abgewürgt. Und jetzt hat er sich eine neue MT09 gekauft. Sie ist ein gutes Stück kleiner als die KTM vorher. Deswegen sieht der Andi jetzt ein bisschen verloren noch auf dem Teil aus, aber da gewöhnt man sich bestimmt auch dran. Ich finde die MT09 immer noch ein sehr, sehr geiles Bike, die viel Spaß macht und hoffentlich morgen TÜV bekommt und ich damit dann schön weiterfahren kann. Naja, Freunde, ich denke, wir haben ein bisschen zu viel schon gequatscht. Das Video ist bestimmt schon wieder ultra lang geworden. Deshalb beende ich jetzt das Video für heute. Yamaha MT09 kriegt hoffentlich TÜV. Ich bin gespannt. Morgen sind wir schlauer. Wird natürlich auch in einem Video zu sehen sein. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sage ich bis morgen, beziehungsweise in ein paar Tagen, je nachdem, wann das Video kommt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.